Ja, ich denke, dass es schon ein ordentliches Spiel von uns war. Die Platzverhältnisse waren nicht so einfach. Uns ist auch entgegengekommen, dass Paderborn halt sehr mutig gespielt hat. Muss man auch mal einen Hut vorziehen, auch wenn sie sich am Ende natürlich nicht viel davon kaufen können. Aber als Drittligamannschaft so einen Fußball auf dem Platz zu zeigen, finde ich schon beeindruckend. Ich denke, dass wir über weite Strecken das auf den schwierigen Bedingungen sehr gut gemacht haben. Ja, in der zweiten Hälfte hatten wir wieder so ein kleines Loch drin, wo gefühlt jeder ein Tor schießen wollte und wir dann schon viele Wege hinten machen mussten. Das müssen wir als Team besser machen. Da muss eine bessere Kommunikation stattfinden, dass wir nicht in so viel Konter reinlaufen. Da müssen wir trotzdem besser stehen, auch bei 4-0. Ansonsten, ja, ich finde, Paderborn hat nicht gespielt wie eine Drittligamannschaft, muss man ganz klar sagen. Wie die da rausgezockt haben, das war schon richtig gut. Die hatten ja die gleichen Verhältnisse wie wir. Und ich glaube, dass wir es nicht ganz so gut rausgespielt haben wie Paderborn sogar. Die haben das überragend gemacht und ich glaube auch ziemlich fest, dass sie aufsteigen werden. Deswegen haben wir heute gegen eine gute Mannschaft trotzdem verdient gewonnen, aber mit einem harten Stück Arbeit. Wir haben jetzt noch ein Spiel bis Berlin und schauen wir mal, wen wir da bekommen. Also ich habe nur Gutes gehört, so ein Erlebnis erleben zu dürfen. Deswegen werden wir hart dafür arbeiten. Jetzt schauen wir uns an, wer im Halbfinale wartet. Und unser Ziel ist ganz klar, denke ich, den Pokal zu holen. Und Berlin wäre für mich natürlich als erstes Mal eine Riesengeschichte und ich hoffe, dass wir da hinkommen.